in der Pause. Hallo Christian. Hallo Victoria. Wie findest du das Konzert? Spitze, sehr gut. Die Musik ist super. Und du? Ich finde es schlecht. Der Sänger ist eine Katastrophe. Findest du? Welche Musik hörst du denn gerne? Ich mag Jazz. Und du? Ich mag lieber Rock. Und ich mag dich. Wie finden Sie das Violinkonzert? Nicht schlecht. Und Sie? Das Konzert? Schön. Die Solistin? Einfach toll. Wie heißt sie? Ich weiß auch nicht. Haben Sie ein Programm? Ja, hier. Danke. Ach ja, Ann-Sophie Mutter. Und nach der Pause Wagner. Mögen Sie Wagner? Wie viel? Wann? Und hier noch die Programmvorschau. Morgen, 12. Dezember, im Café Mokka die Reggae-Band No More and Forever. Ab 22 Uhr im Café Mokka. Tickets 10 Euro. No More and Forever sind spitze, einfach spitze. Der Mix von Reggae und Techno. Guten Morgen. Hier ist Ingrid Palmer mit den Kulturnotizen. Für morgen, Montag, habe ich 2 Tickets für das Konzert der Berliner Philharmoniker. Sie spielen Hindemith und Beethoven. Am Montag, am 8. August im Opernhaus. Rufen Sie uns an. Die Nummer ist 800-8018. Rufen Sie an und gewinnen Sie. Tickets für die Berliner Philharmoniker unter der Nummer 800-8018. Und nun kommen wir zu Mozart. Klavierkonzert Nummer 3. Das war das Trio Salt and Pepper. Hans Müller Gitarre, Fred Zimmermann Schlagzeug und Urs Fröhlich Bass. Das Trio spielt morgen, Dienstag, 6. August, im Studio 8. Die neue CD ist wirklich spitze, innovativ, schräg und überraschend. Also aufgepasst, morgen, 6. August, Studio 8. Etwas für Jazzfreunde. Salt and Pepper. Eintritt frei. Wie jedes Jahr auch dieses Jahr wieder die Ruhr-Triennale. Sie dauert noch bis zum 13. Oktober. Unser Tipp? Am Samstag, 8. Oktober, spielt Matthias Rüegg und das Vienna Art Orchestra. Als Gäste Wolfgang Puschnick Saxophon und Rudi Berger Violine. Jazz vom Besten. Das Vienna Art Orchestra in Essen. Tickets gibt es unter Telefon 700-200-23. Rufen Sie an unter 700-200-23. Zahlen. Der Erste. Der Zweite. Der Dritte. Der Vierte. Der Fünfte. Der Sechste. Der Siebte. Der Achte. Der Neunte. Der Zehnte. Der Elfte. Der Zwölfte. Der Dreizehnte. Der Vierzehnte. Der Fünfzehnte. Der Sechzehnte. Der Siebzehnte. Der Achtzehnte. Der Neunzehnte. Der Zwanzigste. Der Einundzwanzigste. Der Zweiundzwanzigste. Der Dreiundzwanzigste. Der 24. Der 25. Der 26. Der 27. Der 28. Der 29. Der 30. Der 31. Begrüßen und verabschieden. Guten Morgen, Frau Huber. Guten Morgen, Frau Becker. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Danke, es geht. Was machen Sie heute? Heute mache ich die Seite Ein Tag im Leben von. Ach ja, natürlich. Und? Alles okay? Ja. Heute Nachmittag mache ich das Interview und die Fotos. Gut.
Dann viel Glück und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Huber. Interview mit Karl Kuhn. Ja, Frau Becker? Was möchten Sie denn wissen? Moment mal. Wo ist der Zettel? Also 5, 6 Fragen. Zuerst ein paar Fragen zur Arbeit. Nachtportier. Ist das ein Traumberuf für Sie? Was machen Sie genau als Nachtportier? Wo arbeiten Sie und wann? Dann ein paar Fragen zu Studium und Freizeit. Also Fragen wie, was studieren Sie? Wann studieren Sie? Geht das gut? Studieren und arbeiten? Oder gibt es da Probleme? Und dann noch zur Freizeit. Was machen Sie in der Freizeit? Haben Sie genug Zeit für Freunde? Und zum Schluss noch eine Frage zum Geld. Verdienen Sie genug? Ist das okay? Ja, dann fangen wir an. Also. Herr Kuhn, Sie arbeiten als Nachtportier. Ist das ein Traumberuf für Sie? Gabi und Sarah. Hallo, Gabi. Hallo, Sarah. Wie geht es dir? Danke, sehr gut. Ich habe jetzt einen Job. Ich arbeite als Journalistin bei der Abendpost. Und du? Was machst du? Ach, mir geht es schlecht. Ich bin immer noch arbeitslos. Ich finde keine Arbeit. Ich suche und suche. Aber im Moment ist es schwierig. Das tut mir leid. Du, ich gehe jetzt in die Nationalgalerie. Da ist eine Ausstellung. Kommst du mit? Einverstanden. Und nachher gehen wir noch ins Kino. Hast du Lust? Ja, natürlich. Im Sony Center läuft sicher ein Film. A11. Gespräche im Alltag. Entschuldigung? Ja, bitte. Wann fährt der Bus? In 10 Minuten. Danke. Bitte. Was? Schon 11:30? Ich glaube, es ist Zeit. Gehen wir? Ja, ich bin auch müde. Gehen wir. Schon? Bleiben Sie doch noch. Nein, wirklich, wir müssen. Wirklich? Dann... Auf Wiedersehen und herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht und schlafen Sie gut. Bis zum nächsten Mal. Frau Weber, das ist für Sie. Wirklich? Für mich? Wie schön. Danke, das ist sehr nett. Aber bitte, gern. Und das nächste Mal gehen wir vielleicht nicht. Guten Abend, Herr Rohner. Guten Abend, Herr Lund. Das ist meine Frau. Freut mich, Frau Rohner. Guten Abend, Frau Rohner. Aber sagen wir doch du. Gerne. Ich bin Natalie. Und ich Jenny. Kommt doch rein. Ja, also ich bin Heinz. Endlich Pause. Ich gehe in die Bar. Kommst du mit? Ich habe kein Geld. Ich zahle. Eine Cola oder ein Kaffee? Okay, eine Cola. Aber morgen zahle ich. Wie spät ist es? Guten Abend, Helmut. Hallo, Petra. Wie geht es dir? Gut. Und dir? Ach, schlecht. Gehen wir ein Bier trinken? Wie spät ist es denn? 21:45. Gut, gehen wir. Aber 11 gehe ich schlafen. Okay. Ach, guten Tag, Frau Becker. Guten Tag, Frau Huber. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen?
Danke, auch gut. Übrigens, wie spät ist es? 12:05. Wie bitte? 12:15. Hallo Susanne, wie geht's? Ach Felix, ich bin müde. Schade, die Musik ist super. Ja schon, aber etwas laut, finde ich. Du, wie spät ist es bitte? Moment mal, jetzt ist es 2:30. Was? Schon 2:30? Ich gehe nach Hause. Ja, dann schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Hey Susanne, möchtest du ein Taxi? Nein, danke. Gute Nacht. Guten Morgen, Frau Droste. Wie geht es Ihnen? Gut, Frau Weber, danke. Haben Sie einen Moment Zeit? Wissen Sie? Nein, Frau Droste, jetzt nicht. Mein Bus fährt in 2 Minuten. Es ist 20 nach. Was? Schon 20 nach 7? Ja, da kommt schon der Bus. Tagesablauf. Frau N. arbeitet in der Nacht. Montag bis Freitag. Jede Woche. Sie steht am Nachmittag auf, meistens 16 Uhr. Sie braucht einen Wecker. 6 sieht sie fern, 1 oder 2 Stunden lang, und dann macht sie das Abendessen. 8:30 isst sie zu Abend, 10 geht sie los. Genau 21:45 nimmt sie den Bus und fährt in die Stadt. 11:20 steigt sie aus und geht zu Fuß weiter. 11:00 beginnt die Arbeit. 1 Stunde, 12:00, macht sie eine Pause. Dann geht es weiter. 3:00 in der Nacht trinkt sie einen Kaffee. Diese Zeit ist sie müde. 5:30 ist die Arbeit zu Ende. Dann geht sie nach Hause. Sie nimmt wieder den Bus, etwa 6:00. Sie frühstückt und dann kauft sie ein. 8:30 duscht sie und geht schlafen. Berufe. Am Vormittag und am Nachmittag arbeite ich in der Uni, im Sprachkurs. Ich sitze mit 25 Studenten und Studentinnen zusammen und rede und schreibe viel. Ich erkläre die Grammatik oder ich organisiere die Gruppenarbeit und korrigiere die Aussprache. Am Abend arbeite ich etwa 2 Stunden zu Hause. Dann bereite ich den Kurs vor und korrigiere Hausaufgaben. Ich verdiene genug und habe auch genug Freizeit. Der Beruf gefällt mir gut. Ich fahre früh am Morgen mit der U-Bahn ins Büro. Im Büro lese ich die Zeitung Wirtschaft und Börse. Ich verdiene sehr viel, aber ich arbeite auch sehr viel. 10 oder 12 Stunden am Tag. Ich habe viele Termine und bin viel im Ausland. Ich treffe Leute und wir reden, planen, organisieren und diskutieren. Ich habe nie frei, aber der Beruf ist interessant und ich reise gern. Heute ist das kein Problem. Ich habe einen Job im Café Aroma. Ich arbeite von 7 bis 13 Uhr. Ich notiere Bestellungen, serviere Kaffee und Orangensaft. Ich rede ein wenig mit den Leuten. Wie geht es? Was macht die Arbeit? Am Mittag bereite ich Sandwiches vor. Da geht alles schnell. Die Leute essen und zahlen und ich kassiere. Auf Wiedersehen und weg sind sie. Ich verdiene nicht schlecht und am Sonntag und am Montag habe ich frei. In der Pause. Hallo Christian. Hallo Victoria. Wie findest du das Konzert? Spitze, sehr gut. Die Musik ist super. Und du? Ich finde es schlecht. Der Sänger ist eine Katastrophe. Findest du? Welche Musik hörst du denn gerne? Ich mag Jazz. Und du? Ich mag die Barock. Und ich mag dich. Wie finden Sie das Violinkonzert? Nicht schlecht. Und Sie? Das Konzert, schön. Die Solistin, einfach toll. Wie heißt sie?
Ich weiß auch nicht. Haben Sie ein Programm? Ja, hier. Danke. Ach ja, Ann-Sophie Mutter. Und nach der Pause Wagner. Mögen Sie Wagner? Wie viel? Wann? Und hier noch die Programmvorschau. Morgen, 12. Dezember, im Café Mokka die Reggae-Band No More and Forever. Ab 22 Uhr im Café Mokka. Tickets 10 Euro. No More and Forever sind spitze, einfach spitze. Der Mix von Reggae und Techno. Guten Morgen. Hier ist Ingrid Palmer mit den Kulturnotizen. Für morgen, Montag, habe ich 2 Tickets für das Konzert der Berliner Philharmoniker. Sie spielen Hindemith und Beethoven. Am Montag, am 8. August im Opernhaus. Rufen Sie uns an. Die Nummer ist 800-8018. Rufen Sie an und gewinnen Sie. Tickets für die Berliner Philharmoniker unter der Nummer 800-8018. Und nun kommen wir zu Mozart, Klavierkonzert Nummer 3. Das war das Trio Salt and Pepper. Hans Müller Gitarre, Fred Zimmermann Schlagzeug und Urs Fröhlich Bass. Das Trio spielt morgen, Dienstag, 6. August, im Studio 8. Die neue CD ist wirklich spitze, innovativ, schräg und überraschend. Also aufgepasst, morgen, 6. August, Studio 8. Etwas für Jazzfreunde. Salt and Pepper. Eintritt frei. Wie jedes Jahr auch dieses Jahr wieder die Ruhr-Triennale. Sie dauert noch bis zum 13. Oktober. Unser Tipp? Am Samstag, 8. Oktober, spielt Matthias Rüegg und das Vienna Art Orchestra. Als Gäste Wolfgang Puschnick Saxophon und Rudi Berger Violine. Jazz vom Besten. Das Vienna Art Orchestra in Essen. Tickets gibt es unter Telefon 700-20023. Rufen Sie an unter 700-20023. Zahlen. Der Erste. Der Zweite. Der Dritte. Der Vierte. Der Fünfte. Der Sechste. Der Siebte. Der Achte. Der Neunte. Der Zehnte. Der Elfte. Der Zwölfte. Der Dreizehnte. Der Vierzehnte. Der Fünfzehnte. Der Sechzehnte. Der Siebzehnte. Der Achtzehnte. Der Neunzehnte. Der Zwanzigste. Der Einundzwanzigste. Der Zweiundzwanzigste. Der Dreiundzwanzigste. Der Vierundzwanzigste. Der Fünfundzwanzigste. Der Sechsundzwanzigste. Der Siebenundzwanzigste. Der Achtundzwanzigste. Der Neunundzwanzigste. Der Dreißigste. Der Einunddreißigste. Begrüßen und verabschieden. Guten Morgen, Frau Huber. Guten Morgen, Frau Becker. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Danke, es geht. Was machen Sie heute? Heute mache ich die Seite Ein Tag im Leben von. Ach ja, natürlich. Und? Alles okay? Ja. Heute Nachmittag mache ich das Interview und die Fotos. Gut. Dann viel Glück und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Huber. Interview mit Karl Kuhn. Ja, Frau Becker? Was möchten Sie denn wissen? Moment mal. Wo ist der Zettel? Also 5, 6 Fragen. Zuerst ein paar Fragen zur Arbeit. Nachtportier. Ist das ein Traumberuf für Sie? Was machen Sie genau als Nachtportier? Wo arbeiten Sie und wann?
Dann ein paar Fragen zu Studium und Freizeit, also Fragen wie, was studieren Sie, wann studieren Sie, geht das gut, studieren und arbeiten oder gibt es da Probleme? Und dann noch zur Freizeit. Was machen Sie in der Freizeit? Haben Sie genug Zeit für Freunde? Und zum Schluss noch eine Frage zum Geld. Verdienen Sie genug? Ist das okay? Ja, dann fangen wir an. Also. Herr Kuhn, Sie arbeiten als Nachtportier. Ist das ein Traumberuf für Sie? Gabi und Sarah. Hallo, Gabi. Hallo, Sarah. Wie geht es dir? Danke, sehr gut. Ich habe jetzt einen Job. Ich arbeite als Journalistin bei der Abendpost. Und du? Was machst du? Ach, mir geht es schlecht. Ich bin immer noch arbeitslos. Ich finde keine Arbeit. Ich suche und suche. Aber im Moment ist es schwierig. Das tut mir leid. Du, ich gehe jetzt in die Nationalgalerie. Da ist eine Ausstellung. Kommst du mit? Einverstanden. Und nachher gehen wir noch ins Kino. Hast du Lust? Ja, natürlich. Im Sony Center läuft sicher ein Film. A11. Gespräche im Alltag. Entschuldigung? Ja, bitte. Wann fährt der Bus? In 10 Minuten. Danke. Bitte. Was? Schon 11:30? Ich glaube, es ist Zeit. Gehen wir? Ja, ich bin auch müde. Gehen wir. Schon? Bleiben Sie doch noch. Nein, wirklich, wir müssen. Wirklich? Dann... Auf Wiedersehen und herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht und schlafen Sie gut. Bis zum nächsten Mal. Frau Weber, das ist für Sie. Wirklich? Für mich? Wie schön. Danke, das ist sehr nett. Aber bitte, gern. Und das nächste Mal gehen wir vielleicht nicht. Guten Abend, Herr Rohner. Guten Abend, Herr Lund. Das ist meine Frau. Freut mich, Frau Rohner. Guten Abend, Frau Rohner. Aber sagen wir doch du. Gerne. Ich bin Natalie. Und ich Jenny. Kommt doch rein. Ja, also ich bin Heinz. Endlich Pause. Ich gehe in die Bar. Kommst du mit? Ich habe kein Geld. Ich zahle. Eine Cola oder ein Kaffee? Okay, eine Cola. Aber morgen zahle ich. Wie spät ist es? Guten Abend, Helmut. Hallo, Petra. Wie geht es dir? Gut. Und dir? Ach, schlecht. Gehen wir ein Bier trinken? Wie spät ist es denn? 21:45. Gut, gehen wir. Aber um 11 gehe ich schlafen. Okay. Ach, guten Tag, Frau Becker. Guten Tag, Frau Huber. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Danke, auch gut. Übrigens, wie spät ist es? 12:05. Wie bitte? 12:15. Hallo Susanne, wie geht's? Ach Felix, ich bin müde. Schade, die Musik ist super. Ja schon, aber etwas laut, finde ich. Du, wie spät ist es bitte? Moment mal, jetzt ist es 13:30. Was, schon 13:30? Ich gehe nach Hause.
Ja, dann schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Hey, Susanne, möchtest du ein Taxi? Nein, danke. Gute Nacht. Guten Morgen, Frau Droste. Wie geht es Ihnen? Gut, Frau Weber, danke. Haben Sie einen Moment Zeit? Wissen Sie? Nein, Frau Droste, jetzt nicht. Mein Bus fährt in 2 Minuten, es ist 20 nach. Was? Schon 20 nach 7? Ja, da kommt schon der Bus. Tagesablauf. Frau N. arbeitet in der Nacht, Montag bis Freitag, jede Woche. Sie steht am Nachmittag auf, meistens um 16 Uhr. Sie braucht einen Wecker. Um 6 sieht sie fern, eine oder 2 Stunden lang, und dann macht sie das Abendessen. Um 8:30 ist sie zu Abend, um 10 geht sie los. Genau um 9:45 nimmt sie den Bus und fährt in die Stadt. Um 11:20 steigt sie aus und geht zu Fuß weiter. Um 11 Uhr beginnt die Arbeit. Nach 1 Stunde, um Mitternacht, macht sie eine Pause. Dann geht es weiter. Um 3 Uhr in der Nacht trinkt sie einen Kaffee. Um diese Zeit ist sie müde. Um 5:30 ist die Arbeit zu Ende. Dann geht sie nach Hause. Sie nimmt wieder den Bus, etwa um 6. Sie frühstückt und dann kauft sie ein. Gegen 8:30 duscht sie und geht schlafen. Berufe. Am Vormittag und am Nachmittag arbeite ich in der Uni, im Sprachkurs. Ich sitze mit 25 Studenten und Studentinnen zusammen und rede und schreibe viel. Ich erkläre die Grammatik oder ich organisiere die Gruppenarbeit und korrigiere die Aussprache. Am Abend arbeite ich etwa 2 Stunden zu Hause. Dann bereite ich den Kurs vor und korrigiere Hausaufgaben. Ich verdiene genug und habe auch genug Freizeit. Der Beruf gefällt mir gut. Ich fahre früh am Morgen mit der U-Bahn ins Büro. Im Büro lese ich die Zeitung Wirtschaft und Börse. Ich verdiene sehr viel, aber ich arbeite auch sehr viel. 10 oder 12 Stunden am Tag. Ich habe viele Termine und bin viel im Ausland. Ich treffe Leute und wir reden, planen, organisieren und diskutieren. Ich habe nie frei, aber der Beruf ist interessant und ich reise gern. Heute ist das kein Problem. Ich habe einen Job im Café Aroma. Ich arbeite von 7 bis 13 Uhr. Ich notiere Bestellungen, serviere Kaffee und Orangensaft. Ich rede ein wenig mit den Leuten. Wie geht es? Was macht die Arbeit? Am Mittag bereite ich Sandwiches vor. Da geht alles schnell. Die Leute essen und zahlen und ich kassiere. Auf Wiedersehen und weg sind sie. Ich verdiene nicht schlecht und am Sonntag und am Montag habe ich frei. In der Pause. Hallo Christian. Hallo Victoria. Wie findest du das Konzert? Spitze, sehr gut. Die Musik ist super. Und du? Ich finde es schlecht. Der Sänger ist eine Katastrophe. Findest du? Welche Musik hörst du denn gerne? Ich mag Jazz. Und du? Ich mag lieber Rock. Und ich mag dich. Wie finden Sie das Violinkonzert? Nicht schlecht. Und Sie? Das Konzert, schön. Die Solistin, einfach toll. Wie heißt sie? Ich weiß auch nicht. Haben Sie ein Programm? Ja, hier. Danke. Ach ja, Ann-Sophie Mutter. Und nach der Pause Wagner. Mögen Sie Wagner? Wie viel? Wann? Und hier noch die Programmvorschau. Morgen, 12. Dezember, im Café Mokka die Reggae-Band No More and Forever. Ab 22 Uhr im Café Mokka. Tickets 10 Euro. No More and Forever sind spitze, einfach spitze. Der Mix von Reggae und Techno...
Guten Morgen. Hier ist Ingrid Palmer mit den Kulturnotizen. Für morgen, Montag, habe ich 2 Tickets für das Konzert der Berliner Philharmoniker. Sie spielen Hindemith und Beethoven. Am Montag, am 8. August im Opernhaus. Rufen Sie uns an. Die Nummer ist 800-8018. Rufen Sie an und gewinnen Sie. Tickets für die Berliner Philharmoniker unter der Nummer 800-8018. Und nun kommen wir zu Mozart. Klavierkonzert Nummer 3. Das war das Trio Salt and Pepper. Hans Müller Gitarre, Fred Zimmermann Schlagzeug und Urs Fröhlich Bass. Das Trio spielt morgen, Dienstag, 6. August, im Studio 8. Die neue CD ist wirklich spitze, innovativ, schräg und überraschend. Also aufgepasst, morgen, 6. August, Studio 8. Etwas für Jazzfreunde. Salt and Pepper. Eintritt frei. Wie jedes Jahr auch dieses Jahr wieder die Ruhrtriennale. Sie dauert noch bis zum 13. Oktober. Unser Tipp? Am Samstag, 8. Oktober, spielt Matthias Rüegg und das Vienna Art Orchestra. Als Gäste Wolfgang Puschnick, Saxophon, und Rudi Berger, Violine. Jazz vom Besten. Das Vienna Art Orchestra in Essen. Tickets gibt es unter Telefon 700-200-23. Rufen Sie an unter 700-200-23. Zahlen. Der Erste. Der Zweite. Der Dritte. Der Vierte. Der Fünfte. Der Sechste. Der Siebte. Der Achte. Der Neunte. Der Zehnte. Der Elfte. Der Zwölfte. Der Dreizehnte. Der Vierzehnte. Der Fünfzehnte. Der Sechzehnte. Der Siebzehnte. Der Achtzehnte. Der Neunzehnte. Der Zwanzigste. Der Einundzwanzigste. Der Zweiundzwanzigste. Der Dreiundzwanzigste. Der Vierundzwanzigste. Der Fünfundzwanzigste. Der Sechsundzwanzigste. Der Siebenundzwanzigste. Der Achtundzwanzigste. Der Neunundzwanzigste. Der Dreißigste. Der Einunddreißigste. Begrüßen und verabschieden. Guten Morgen, Frau Huber. Guten Morgen, Frau Becker. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Danke, es geht. Was machen Sie heute? Heute mache ich die Seite Ein Tag im Leben von. Ach ja, natürlich. Und? Alles okay? Ja. Heute Nachmittag mache ich das Interview und die Fotos. Gut. Dann viel Glück und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Huber. Interview mit Karl Kuhn. Ja, Frau Becker? Was möchten Sie denn wissen? Moment mal. Wo ist der Zettel? Also 5, 6 Fragen. Zuerst ein paar Fragen zur Arbeit. Nachtportier. Ist das ein Traumberuf für Sie? Was machen Sie genau als Nachtportier? Wo arbeiten Sie und wann? Dann ein paar Fragen zu Studium und Freizeit. Also Fragen wie, was studieren Sie? Wann studieren Sie? Geht das gut? Studieren und arbeiten? Oder gibt es da Probleme? Und dann noch zur Freizeit. Was machen Sie in der Freizeit? Haben Sie genug Zeit für Freunde? Und zum Schluss noch eine Frage zum Geld. Verdienen Sie genug? Ist das okay? Ja, dann fangen wir an. Also. Herr Kuhn, Sie arbeiten als Nachtportier. Ist das ein Traumberuf für Sie? Gabi und Sarah.
Hallo, Gabi. Hallo, Sarah. Wie geht es dir? Danke, sehr gut. Ich habe jetzt einen Job. Ich arbeite als Journalistin bei der Abendpost. Und du? Was machst du? Ach, mir geht es schlecht. Ich bin immer noch arbeitslos. Ich finde keine Arbeit. Ich suche und suche. Aber im Moment ist es schwierig. Das tut mir leid. Du, ich gehe jetzt in die Nationalgalerie. Da ist eine Ausstellung. Kommst du mit? Einverstanden. Und nachher gehen wir noch ins Kino. Hast du Lust? Ja, natürlich. Im Sony Center läuft sicher ein Film. A11. Gespräche im Alltag. Entschuldigung? Ja, bitte. Wann fährt der Bus? In 10 Minuten. Danke. Bitte. Was? Schon 11:30? Ich glaube, es ist Zeit. Gehen wir? Ja, ich bin auch müde. Gehen wir. Schon? Bleiben Sie doch noch. Nein, wirklich, wir müssen. Wirklich? Dann... Auf Wiedersehen und herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht und schlafen Sie gut. Bis zum nächsten Mal. Frau Weber, das ist für Sie. Wirklich? Für mich? Wie schön. Danke, das ist sehr nett. Aber bitte, gern. Und das nächste Mal gehen wir vielleicht... Guten Abend, Herr Rohner. Guten Abend, Herr Lund. Das ist meine Frau. Freut mich, Frau Rohner. Guten Abend, Frau Rohner. Aber sagen wir doch du. Gerne. Ich bin Natalie. Und ich Jenny. Kommt doch rein. Ja, also ich bin Heinz. Endlich Pause. Ich gehe in die Bar. Kommst du mit? Ich habe kein Geld. Ich zahle. Eine Cola oder ein Kaffee? Okay, eine Cola. Aber morgen zahle ich. Wie spät ist es? Guten Abend, Helmut. Hallo, Petra. Wie geht es dir? Gut. Und dir? Ach, schlecht. Gehen wir ein Bier trinken? Wie spät ist es denn? 21:45. Gut, gehen wir. Aber 11 gehe ich schlafen. Okay. Ach, guten Tag, Frau Becker. Guten Tag, Frau Huber. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Danke, auch gut. Übrigens, wie spät ist es? 12:05. Wie bitte? Kurz vor 12. Hallo, Susanne. Wie geht's? Ach, Felix, ich bin müde. Schade, die Musik ist super. Ja, schon, aber etwas laut, finde ich. Du, wie spät ist es bitte? Moment mal, jetzt ist es 13:30. Was? Schon 13:30? Ich gehe nach Hause. Ja, dann schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Hey, Susanne, möchtest du ein Taxi? Nein, danke. Gute Nacht. Guten Morgen, Frau Droste. Wie geht es Ihnen? Gut, Frau Weber, danke. Haben Sie einen Moment Zeit? Wissen Sie... Nein, Frau Droste, jetzt nicht. Mein Bus fährt in 2 Minuten, es ist 20 nach. Was? Schon 7:20? Ja, da kommt schon der Bus. Tagesablauf. Frau N. arbeitet in der Nacht.
Montag bis Freitag, jede Woche. Sie steht am Nachmittag auf, meistens um 16 Uhr. Sie braucht einen Wecker. Um 6 sieht sie fern, eine oder zwei Stunden lang, und dann macht sie das Abendessen. Um 8:30 isst sie zu Abend, um 10 geht sie los. Genau um 9:45 nimmt sie den Bus und fährt in die Stadt. Um 11:20 steigt sie aus und geht zu Fuß weiter. Um 11 Uhr beginnt die Arbeit. Nach einer Stunde, um Mitternacht, macht sie eine Pause. Dann geht es weiter. Um 3 Uhr in der Nacht trinkt sie einen Kaffee. Um diese Zeit ist sie müde. Um 5:30 ist die Arbeit zu Ende. Dann geht sie nach Hause. Sie nimmt wieder den Bus, etwa um 6. Sie frühstückt und dann kauft sie ein. Gegen 8:30 duscht sie und geht schlafen. Berufe. Am Vormittag und am Nachmittag arbeite ich in der Uni, im Sprachkurs. Ich sitze mit 25 Studenten und Studentinnen zusammen und rede und schreibe viel. Ich erkläre die Grammatik oder ich organisiere die Gruppenarbeit und korrigiere die Aussprache. Am Abend arbeite ich etwa 2 Stunden zu Hause. Dann bereite ich den Kurs vor und korrigiere Hausaufgaben. Ich verdiene genug und habe auch genug Freizeit. Der Beruf gefällt mir gut. Ich fahre früh am Morgen mit der U-Bahn ins Büro. Im Büro lese ich die Zeitung Wirtschaft und Börse. Ich verdiene sehr viel, aber ich arbeite auch sehr viel. 10 oder 12 Stunden am Tag. Ich habe viele Termine und bin viel im Ausland. Ich treffe Leute und wir reden, planen, organisieren und diskutieren. Ich habe nie frei, aber der Beruf ist interessant und ich reise gern. Heute ist das kein Problem. Ich habe einen Job im Café Aroma. Ich arbeite von 7 bis 13 Uhr. Ich notiere Bestellungen, serviere Kaffee und Orangensaft. Ich rede ein wenig mit den Leuten. Wie geht es? Was macht die Arbeit? Am Mittag bereite ich Sandwiches vor. Da geht alles schnell. Die Leute essen und zahlen und ich kassiere. Auf Wiedersehen und weg sind sie. Ich verdiene nicht schlecht und am Sonntag und am Montag habe ich frei.